Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Austestvideo von dir und zwar hat Jolina Men mit Lethal Cosmetics eine Lidschattenpalette rausgebracht und die habe ich jetzt hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu testen, wie die so funktioniert, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich kam eben nach Hause und da wartete dieses kleine Päckchen, Briefchen, wie auch immer auf mich, was ich jetzt auch komplett mit euch zusammen öffne. Es ist das erste Produkt von Lethal Cosmetics, was ich bestellt habe. Und daran ist allein die liebe Jolina schuld, denn Jolina ist eine YouTuberin, die ich sehr, sehr gerne schaue und die mich einfach irgendwo inspiriert immer mal wieder. Ne? Inspiriert zu Looks, inspiriert zu Selbstbewusstsein und deswegen... Ja, als sie dann ihre Palette vorgestellt hat, wo ich ihren Launch auch übrigens sehr, sehr gut fand, ne, konnte ich nicht Nein sagen. Die kostet 39 Euro und ja, hier haben wir dann quasi den Blick in das Paket. Made in Berlin, proudly vegan and cruelty free. Das finde ich einfach schön. Dann haben wir hier von Jolina eine Karte. Das finde ich auch cool. Ja. Da sind dann noch ein paar Worte von ihr. Seit ich 2013 in die Make-up-Welt eingetaucht bin, war es immer mein Traum, irgendwann meine eigenen Produkte in den Händen zu halten. Lethal Cosmetics ist der beste Partner, den ich mir für dieses Herzensprojekt hätte wünschen können. Ich habe mein Herz in diese Kollektion gesteckt und ich hoffe, ihr liebt sie genauso sehr wie ich. Okay, ja, wir schauen einfach mal rein. Ich habe mir die Lidschattenpalette geholt und ich habe mir einen von den beiden Lippenstiften geholt. Schon süß eingepackt, ne? Muss man wirklich sagen. Es ist sehr schön. Und ja, ich habe die Base bei mir jetzt drauf gemacht. Ich habe auch schon einen Lidschattenprimer drauf und im Prinzip fehlen jetzt nur noch die Augen. Und die Lippen. So schaut die Lidschattenpalette in ihrer Umverpackung aus und dann nehmen wir sie doch mal raus und da sieht sie ganz genauso aus. Das finde ich schon mal sehr charmant. Hier haben wir die Palette, die doch deutlich dunkler aussieht als das, was ich so im Internet mir vorgestellt habe, muss ich ehrlich sagen. Hier haben wir eine Folie, dann über dem Spiegel. Machen wir die Folie auch ab. Den Spruch finde ich übrigens richtig schön. Die with memories, not dreams. Und das finde ich richtig gut, dass du halt, wenn du stirbst, nicht irgendwelche Träume gehabt haben sollst, die du unerfüllt hattest, sondern dass du, ja, Erinnerungen hast, ne? An die du dich erinnern kannst. Gut, ja, ich bin super gespannt, wie die Augen auf meinen Paletten performen. Genau, wie die Palette auf meinen Augen performt. Und da würde ich einfach mal sagen, ich hole dich ein bisschen näher ran und dann starten wir. Meine Lidschattenbase werde ich jetzt hier mit dem Ton Scandal einmal setten. Die Qualität von Lethal Cosmetics soll auch richtig gut sein. Ich habe das immer mal wieder gehört und jetzt auch meine erste Lethal Palette hier. Ich finde es einfach schön, wenn jemand mit einer Marke zusammenarbeitet, die halt auch schon eine gewisse Qualität vorweisen kann und wo man sich halt auch irgendwo ein Stück weit drauf verlassen kann, dass das Produkt gut sein könnte, ne? Die Farbe Wonderland, das ist ein schönes Senfgelb, nehme ich jetzt auf. Ich glaube, das hatte sie für ihren Kumpel kreiert. Diese senfgelbene Farbe. Gelbene vor allem. Senfgelbe Farbe. Du hast schon mal direkt Pigment auf dem Auge und das finde ich jetzt gerade ziemlich geil. Es ist einfach ein Senfgelb, aber es ist richtig gut pigmentiert. Also das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ist schon cool. Ich nehme jetzt noch einen etwas fluffigeren Pinsel und nehme nochmal wieder etwas von dieser senfgelbenen Farbe auf, um das Ganze etwas softer auszublenden. Finde ich echt gut. Cold Brew setze ich mir mit einem festgebundenen Blendepinsel ins äußere Drittel, beziehungsweise ich dippe rein. Und dann tupfe ich das erst hier so hin und ziehe das dann so vorsichtig hoch und blende das ganz soft in die Lidfalte aus. So in der Art ist der Plan. Also das ist ein schöner lila Pflaumeton, aber man muss da aufpassen, dass er einem nicht zu fleckig wird. Das sehe ich hier auch schon. Deswegen nehme ich mir wieder meinen fluffigen Blendepinsel, gehe wieder in Wonderland vorsichtig rein und verblende das dann miteinander. Und ich finde, dass das Verblenden dann auch sehr schön funktioniert und dass das Ganze dann auch harmonisch nach oben hin so ausfließt, ne? Nach unten hin brauchen wir nicht drüber reden, da werden wir gleich noch ein bisschen aufräumen. Aber so nach oben hin
gefällt mir das schon mal da auf jeden Fall besser als da. Ich nehme jetzt einen Pinsel, der so ein Zwischending zwischen diesem ultrafluffigen ist und dem festgebundenen. Nehme wieder ein bisschen was auf. Also die Verbindung hier gefällt mir nämlich noch nicht so ultra gut. Und ich finde, dass es auch, also der Pflaumeton etwas zu fleckig auf meinem Auge noch aussieht. Deswegen arbeiten, arbeiten, arbeiten. Also so mega schön lässt sich dieses Lila leider nicht verblenden. Ich versuche es jetzt einfach mal mit der Farbe Surgery, dass ich dieses Rot noch mit integriere. Ja, auf dem Auge gefällt mir das tatsächlich. Auf dem nicht so ganz. Ich weiß nicht, was ich hier falsch gemacht habe. Irgendwas will da nicht so ganz funktionieren. Das finde ich ein bisschen schade. Genug der matten Töne. Ich will jetzt Schimmer haben. Da gebe ich mir in den Inner Corner, in den Innenwinkel meines Auges. Natürlich. Ich kann das nicht richtig aussprechen. Nicht so wie sie. Das versuche ich jetzt mal mit so einem flach gebundenen Pinsel. Der nimmt auch was auf, ne? Ich versuche es auch tatsächlich ohne Cut Crease. Deswegen gehe ich immer wieder in die Farbe rein, baue sie mir auf und schaue, wie die Farbe auf meinem Auge direkt performt, ohne weitere Hilfsmittel. Und ich kann es nicht aussprechen. Es ist einfach nur peinlich, wenn ich versuche, das nachzumachen. Uhuhu. Funktioniert gut. Der sieht schön aus. Der gefällt mir unheimlich gut. Jetzt nehme ich die Farbe Worth It. Das ist dieser schimmernde Rotton. Auch wieder mit dem gleichen Pinsel. Den habe ich gerade ein bisschen abgeputzt. Und den setze ich mir direkt einfach mal daneben. Den muss man jetzt etwas mehr aufbauen, weil der Pinsel auch gar nicht so viel Pigment greifen kann. Aber er kommt schon heftig rüber, ne? Also ich sehe es jetzt gerade auch so im Spiegel, das ist so ein Feuerrot, das strahlt richtig heftig. Wow. Ich will mir nur mal anschauen, wie das aussieht, wenn ich mir das wirklich mit dem Finger nochmal drüber gebe. Okay, ja, damit verstärkst du es halt nochmal. Und das ist auch ein Ton, den kannst du besser mit dem Finger auftragen. Tatsache. Mit dem Pinsel ist es dann tatsächlich präziser, aber mit dem Finger intensiver. Deswegen mache ich das jetzt hier, dass ich das erstmal hier mit dem Finger grob drauf mache. Ne, dann kann auch schon so bleiben da. Jo. Hier mache ich immer so zwischendurch mal ein bisschen Fallout weg. Denn ja, du hast harte Pigmentierung, aber ui, nein. Wenn du da so einen Ditcher hast, ne, dann hast du ein Problem. Ich nehme jetzt mal so ein trockenes Schwämmchen. Blende mir das schön ins Auge rein. Gut, Mist. Naja, dann gebe ich mir Loyalty, das ist dieser lila Ton, den gebe ich mir nach außen hin. Wieder erst mit dem Pinsel versuchen. Da greift der aber auch ganz gut. Ja, aber jede Wette, dass es mit dem Finger besser funktioniert. Ja. So, das war jetzt, ich packe Farbe auf meine Augengeschichte und jetzt wird das Ganze verfeinert. Das heißt, ich gehe nochmal in den rein und mache hier so einen Übergang zu dem Rot hin. Dass das Ganze auch so ein ineinander verläuft. Ne? Ich möchte ja auch einen Farbverlauf haben und nicht nur Farbe drauf klatschen. Wow. Ja, sieht deutlich besser aus. Und das Gleiche mache ich dann mit dem Worth It und dem Loyalty, dass ich das hier so reinlaufen lasse. Mit meinem Blendepinsel gehe ich dann hier nochmal einmal kurz oben drüber. Aber nur ganz, ganz vorsichtig. Das ist da gegebenenfalls Schimmerpigment, aber das ist überhaupt nicht so, ne? Oh, das ist
voll schön. Ich feiere das. Passt zwar gleich null zu meinem Outfit, aber ich mag's. Ja. Dann nehme ich mir nochmal dieses Code Blue. Das ist dieser ganz dunkle Ton. Der da. Den gebe ich mir an meinen unteren Wimpernkranz. Mit dem Point Brush. Aufgrund der Intensität von oben darf es auch gerne etwas mehr sein. Macht das Ganze echt schön smoky, ne? Also jetzt, wo ich die Schimmertöne habe, bin ich sehr erleichtert. Denn ich hatte doch eben so ein bisschen Angst anfangs, als das so nicht so wirklich funktioniert hat. Aber die Palette hat sich schon, sie hat sich quasi selbst gerettet. Ich denke, dass ich auch erstmal mich mit den Texturen von Lethal Cosmetics anfreunden muss, dass ich da auch erstmal so meinen Flow finden muss, ne? Weil wenn du halt noch nie was von der Marke ausgetestet hast, ist es ab und an etwas schwieriger. So, jetzt mache ich den Pinsel wieder ein bisschen hier auf diesem Lappen, der hier vor mir liegt, sauber und gehe wieder in dieses... Warum habe ich hier eigentlich diesen Pinsel an der Hand? Egal. Gehe ich in dieses Wonderland nochmal rein und verblende dann auch den unteren Wimpernkranz so ein bisschen. Weil ich will jetzt ja nicht aussehen, als hätte ich einen auf der Mappe gekriegt, sondern ich möchte, dass es quasi harmonisch aussieht. Das heißt, ich gehe ganz vorsichtig. Mach das schon ein bisschen weicher. Ja, komm. Aber man sieht da nicht viel von dem Wonderland drauf, ne? Jo. Das ist jetzt quasi dann mein Augenlook dazu. Also wie gesagt, dieses Auge gefällt mir jetzt nicht ganz so optimal. Das hier dafür umso mehr. Ich mache mir jetzt einen Eyeliner drauf und tusche mir die Wimpern und bin dann sofort wieder zurück. Ja, und so sieht das Ganze dann mit getuschten Wimpern und Eyeliner aus. Und ich habe gerade gesehen, dass ich vergessen habe, meine Augenbrauenbogenbögen zu highlighten. Dafür nehme ich einfach den Ton den ich echt nicht richtig aussprechen kann, und gebe ihn mir hier oben hin. Ich weiß nicht, bei mir ist es so, dass mit den Schlupflidern, ne, wenn ich mir da unter dem Augenbrauenbogen ein Highlight setze, dass es das Ganze optisch nochmal anhebt. Ja. Also mir gefällt die Palette wirklich gut. Ich muss mich wirklich noch etwas rantesten, das muss ich sagen. Aber ich freue mich auch schon drauf, einen etwas kühleren Look damit zu schminken. Also mit dem Grün, mit dem Blau. Oh Mann, da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe jetzt einen sehr, sehr warmen Look geschminkt mit dem Rot und dem Rosa. Und freue mich drauf, jetzt auch dann demnächst mal etwas andere Looks noch weiterhin zu schminken. Aber das ist der erste Look, den ich jetzt mit der Palette gemacht habe. Und der gefällt mir schon mal ganz gut. Dann habe ich mir noch einen Lippenstift mitgenommen. Das ist dieser hier. Den habe ich in der Farbe Scent Nudes. Und ich mag nude Lippenstifte aktuell sehr, sehr gerne. Habe auch immer aktuell so eine Lippenkombi drauf, die aus nudigen Tönen besteht. Oh. So schaut das Packaging aus. Das ist eckig, es ist mattschwarz. Es steht Lethal Cosmetics drauf. Und ich mache mir den einfach mal drauf. Steht auch irgendwas mit... Nö, da steht jetzt leider nicht irgendwie der Bezug zu Jolina mit auf diesem Packaging. Das finde ich ehrlich gesagt etwas schade, weil der ja quasi aus ihrer Kollektion ist. Nee, auch auf dem Lippenstift steht nichts von ihr drauf. Wie gesagt, ein ganz normales Nude und bei dem Augenlook, den ich habe, kommt das garantiert gut. Riecht ganz angenehm, muss ich sagen. Hat ungefähr keine Farbabgabe. Ganz dezent, aber sehr, sehr angenehm. Der ist sehr angenehm auf den Lippen. Wirklich. Halt nicht matt, sondern es ist so cremig und so angenehm und es macht alles auch sehr, sehr rund, ne? Das mag ich echt gerne. Gefällt mir richtig gut. Also den Lippenstift finde ich auch super. Der wird dir garantiert nicht den ganzen Tag überhalten. Oh, der schließt magnetisch. Yay! Ich liebe sowas. Genau. Wird dir garantiert nicht den ganzen Tag überhalten, aber du kannst ihn dir bestimmt in die Tasche reinmachen und dann mal eben schnell so drüber gehen, ohne dass du großen Spiegel oder sowas brauchst. Deswegen mag ich das richtig gerne. Und ja, das ist tatsächlich jetzt mein Look zu der Lethal Cosmetics mit Jolina Men Kollektion. Das, was ich quasi mir davon geholt habe. Auf die Lidschattenpalette bin ich sehr froh. Über die Lidschattenpalette bin ich sehr froh. Über den Lippenstift bin ich sehr froh. Also... ist sein Geld wert. Und wenn auch dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style-and-Talk-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!